Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Inner World, The Last Wind Monk oder auch Der letzte Windmönch. Ja, wir spielen heute in der Rolle von Laura weiter. Die hat sich, naja, weil sie sich nicht so toll bei Emil benommen hat, ins Gefängnis manövriert. Und da hockt sie jetzt. Die kann natürlich hier aus der Tür rausglotzen. Wir haben aber auch hier eine Szenerie innerhalb der Zelle. Da war das Loch, da konnten wir, glaube ich, mit Librettas Onkel oder sowas ähnlichem reden, der in der Nachbarzelle sitzt. Und wir hatten hier ein kaputtes Abflussrohr, das ist repariert. Wir können also jetzt Wasser durch die Klospülung laufen lassen und wahrscheinlich irgendwie, denke ich mal, irgendwas draußen fluten. Gut, was haben wir noch? Wir haben hier die Klappe und sonst war hier eigentlich nichts mehr in dem Raum, ne? Tja, was ich auch immer da machen will, ich weiß es nicht. Retoursendung. Ich bin unzufrieden. Hilft nichts, ne? Gut, also, vielleicht kann ich ihm hier die Nackenrolle geben. Nein, das behalte ich lieber. Also, auch gut. Ich denke, hier draußen geht's weiter, ne? Weil wir hatten diese komische Ratte. Und wir haben rausgefunden, es gibt verschiedene Rohre und ich kann mit diesen Stricknadeln auf die Rohre trommeln. So, und was macht die Ratte? Die verzieht sich dann woanders hin. Jetzt ist die Frage, an welche Rohre komme ich dann alles dran? Und wo geht die Ratte dann hin? Wo bist du jetzt? Da ist die Ratte. Die juckt ihn immer noch nicht. Wenn ich jetzt nochmal auf das gleiche Rohr klopfe, was passiert denn dann? Okay, also, es gibt wohl 4 Öffnungen und jedes Rohr steht wohl für irgendeine Öffnung, wo die Ratte hingeht. Das würde ich jetzt zumindest erstmal behaupten. Jetzt ist sie wieder da. Wenn ich hier unten drauf hau. Geht sie nach unten rechts? Wenn ich da nochmal drauf hau? Hä? Dann. Sie bleibt da. Also jedes Rohr wohl in der Tat ein Loch, wo die Ratte rauskommt. Jetzt kommt sie unten links raus, ist das richtig? Oben links. Die macht mich wahnsinnig. Muss ich immer auf das Rohr klopfen, wo sie sich gerade befindet? Also jetzt vielleicht oben rechts. Und wo muss sie eigentlich hin? Pfirsichkerne. Warum hat die Pfirsichkerne? Zu kurze Arme. Kakteensammlung, da komme ich aber nicht dran. Ich komme nur an die Rohre, oder? Türschloss, kann ich das irgendwie manipulieren? Vorher muss ich die Wachen irgendwie ausschalten. Ist richtig. Ich möchte sie nicht stören. Okay. Geht's zur Küche? Noch eine geflickte Stelle? Weg in die Freiheit? Kaktusposter, kann ich das anschauen? Ach, du Schreck. Schmaler Eumel. Grüne Libelle. Willi Wanker. Kleiner Johannes. Irgendwie habt ihr auch das Gefühl, dass es irgendwie komisch klingt? Doink Peaks. Blihabla. Was soll mir das denn sagen? Warum? Das ist die einzig richtige und wichtige Frage, Laura. Das ist zu weit weg. So. Das interessiert die Ratte nicht? Das macht nicht richtig Krach.
Also, ich komme nur an die Rohre. Kann ich mit dir reden? Hey, du da! Wache 1833 meldet sich zum Dienst. Was gibt's denn? Naja, fangen wir einfach mal an. Toller Kaktuswald. Ich habe dazu nur eine Frage. Warum? Kakteen sind die mit Abstand schönsten Geschöpfe. Ihre Form, ihre Farbe, ihre Zierlichkeit, die im vollkommenen Einklang mit ihrer Gefährlichkeit stehen. Ah, ja. Siehst du mein Fanplakat? Das habe ich aus Kaktus heute. Leider fehlt es leider schon gesehen, ein ja. Ganz bestimmter legendärer Kaktus. Der blaue Maurice. Was willst du denn damit? Ich würde ihn natürlich den ganzen Tag betrachten. Kakteen sind gemacht, um verehrt zu werden. Ah, das ist und mir neu. Ich könnte dann einfach fliehen. Eine Win-Win-Situation. Was? Nichts. Heißt, wir müssen irgendwie für den Typen diesen Kaktus beschaffen. Was relativ schwierig ist, so wenn ich aus der Zelle nicht rauskomme. Für mich sehen diese Dinger alle gleich aus. Grün und stachelig. Wie bitte? Jeder Kaktus ist einzigartig. Ihre Körper und ihre Stacheln können so unterschiedlich geformt sein. Manche sind mit Stacheln und Blüten übersät. Andere sind ganz keusch. Keusch, ah. Ja, okay. Ja. Laura, öffne dich doch mal den interessanten Themen des Lebens, bitte. Dieser blaue Maurice fehlt dir also noch in deiner Sammlung? Ganz genau. Es gibt auch nur Gerüchte und Beschreibungen von ihm, aber keine richtigen Bilder. Dann gibt's den wohl nicht. Ich würde alles für ein Bild vom blauen Maurice tun. Alles. Ich könnte mich überhaupt nicht an ihm satt sehen. Hm. Der blaue Maurice also? Woran erkennt man den? Er ist stachelige Perfektion. Er ist eine Mischung aus der grünen Libelle, dem Blihabla und dem Doinkpeaks. Er sieht aber überhaupt nicht aus wie der schmale Häumel, eine Johannes oder ein Willy Wanka. Ach du Schreck, gut, ey. Vielleicht finde ich ja ein Bild von deinem grünen Freund. Was würdest du davon halten? Wirklich? Oh, mir wird jetzt schon ganz schwindelig, wenn ich daran denke. Und ich hätte ein Hindernis weniger auf dem Weg nach draußen. Gut. Dann gucken wir mal, wie das gehen soll. Ich habe Hunger. Was gibt's denn heute? Das Übliche. Erbsen an Eis, Fleischsuppe mit Blaubeerpudding, ein Tomatengericht und zum Nachtisch Kompott. Mh, lecker. Was für welches? Obstsalat. Aha. Ach du Schreck, hey. Wie sind die Erbsen heute? An Eis. Die nehme ich. Vorzügliche Wahl. Einmal Erbsen an Eis. Aha, und wo sind hey, die Erbsen? Du, hör mal. Ich höre. Ich würde gern noch etwas bestellen. Tja, jetzt bin ich mal gespannt. Fleischsuppe mit Pudding klingt gut. Leider aus. Wir haben gerade kein Fleisch. Und wann gibt's wieder Fleisch? Wenn der Koch wieder eine Ratte gefangen hat. Aha. Ich musste ja fragen. Super. Also, Ratte fangen. Okay. Dann kriege ich die Fleischsuppe. Wie ist denn die Tomatensuppe heute? Genauso schlecht wie gestern. Aber das Curry macht die Sache erträglich. Was soll's. Her damit. Einmal Tomatensuppe! Und die kommt nicht. Wenn ich jetzt das letzte hey, noch bestelle? Du, hör mal. Ich höre. Also, wir haben ja immer noch Hunger. Ich würde gern noch etwas bestellen. Ich will Obstsalat. Wir wollen alle irgendwas. Ja, und ich will Obstsalat. Willst du dir einen Feind machen? Einmal Obstsalat.
Dann macht die Ratte nichts. Oder ist das Zufall gewesen? Ich schicke die Ratte jetzt mal irgendwie nach da unten. Keine Ahnung wie, ich habe das in der Zwischenzeit vergessen. Wo geht's hin? Unten rechts. Hauen wir nochmal unten rechts drauf, gucken, was passiert. Wie kann ich die Ratte fangen? Na mach schon, komm, hopp. Jetzt bestellen wir nochmal diese doofen Erbsen. Du, hör mal. Ich höre. Ich würde gern noch etwas bestellen. Ich hätte gedacht, die pickt nämlich jetzt nach den Kernen, aber... Wie sind die Erbsen heute? An Eis. Wird wahrscheinlich nicht so sein. Die nehme ich. Vorzügliche Wahl. Einmal Erbsen an Eis. Nee. Gut, da habe ich jetzt einfach mal Dinge falsch in Verbindung gebracht. Hey. Egal. Du, hör mal. Ich höre. Warst du unter Conroy auch schon Gefängniswache? Ich dachte nach Conroys Fall eigentlich, dass ich nun endlich Kakteenzüchter werden könnte. Aber dann kam Emil. Und der hat ja auch recht. Nee, hat er nicht. Womit denn? Weiß ich gerade nicht. Mit nichts. Macht es dir eigentlich Spaß, Leute wegzusperren? Es kommt drauf an. Vorher war ich Latrinenwache. Da musste ich mir abends nur den Gestank abwaschen. Jetzt die Schuld. Tja. So ist es halt. Musst du durch. Das hier nennt ihr einen Knast? Das ist doch ein Wellness-Hotel. Bei Conroy, da gab es noch richtige Verliese. Nicht so ein Wischi-Waschi-Kram mit 2 Mahlzeiten am Tag. Er hat mich mal 15 Meter über dem Boden in einen schwebenden Käfig gesteckt. 2 Wochen lang. Das hat sich nach Gefängnis angefühlt. Jo, war es wohl auch. Tut mir leid. Und jetzt entschuldigt sich auch noch das Wachpersonal. Habt ihr keine Schulungen gehabt? Seit ich hier bin, wurde ich weder geschlagen noch angespuckt. Kein einziges Mal. Was stimmt nicht mit dir? Lange Geschichte. Ich finde es ein bisschen frech, dass hier nur eine Wache rumsteht. Ich meine, ich habe das System nicht 18 Jahre lang bekämpft, um jetzt nicht ernst genommen zu werden. Entschuldige, was? Wen muss ich hier umbringen, um in den Hochsicherheitstrakt gesperrt zu werden? Es gibt dir, soweit ich weiß, gar keinen Hochsicherheitstrakt. Ja, läuft. Wow, ich hätte wirklich ein bisschen mehr Respekt erwartet. Da denkt man, man ist Staatsfeind Nummer 1. Und dann sowas. Tja, Laura, da musst du jetzt leider mit leben. Also essen können Alles wir lassen. Klar. Weitermachen. Jawohl. Also ich habe ja nichts bis auf die Nackenrolle, die Fibel, die ich mir jetzt mal anschaue. Eine Conroy-Bibel. Ich kenne das gesamte Ding auswendig. Kenne deinen Feind. Bäh, sowas liest man nicht. Librettas Nackenrolle. Sie kann sich ja eh nicht hinlegen. Kann ich die irgendwie der Ratte überziehen? Nee, ne? Lass das. Ich kenne alle deine Tricks. Nein, bei weitem nicht. Kann ich sie dir überziehen? Diese Nackenrolle ist völlig versifft. Bäh. Entschuldigung, ich kümmere mich sofort. Wirklich? Nein. Ich dachte es mir fast. Wenn ich die auf ein Rohr hau? Ich könnte damit gegen die Rohre klopfen. Aber das macht nicht richtig Krach. Da hast du recht. Komme ich damit an die Pfirsichkerne? Nein, ne? Da komme ich nicht ran. Also. Ach so, oh gucke. Hat ja doch was funktioniert. Nehmen wir mal und dann bestellen wir doch noch den Rest. Fleisch war aus. Hey, du, hör mal. Ich höre. Ich würde gern noch etwas bestellen. Na gut, also das gab's nicht, dann nehmen wir die Suppe. Wie ist denn die Tomatensuppe heute? Genauso schlecht wie gestern.
Aber das Curry macht die Sache erträglich. Na dann, her damit. Was soll's. Her damit. Einmal Tomatensuppe! Klapper, klapper. Gut, ich gebe zu, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich in der Tat hier wirklich was bekomme. Curry rettet nicht alles. Naja, wollen wir noch mal gucken, was hier geht. Und? Den Obstsalat, bitte. Hey, du, hör mal. Ich höre. Hunger. Ich würde gern noch etwas bestellen. Ich will Obstsalat. Wir wollen alle irgendwas. Ja, mach schon. Ja, und ich will Obstsalat. Willst du dir einen Feind machen? Einmal Obstsalat! Abgeschlossen. Ups. Die haben auch Entschuldigung, kein Vertrauen in ich wollte reingehen. Das ist natürlich auch eine gute Sichtweise, Laura. Sehr interessant. So, hier, gucke mal, Obstsalat. Das ist aber Obst und kein Salat. Das ist also Obstsalat. Ja, Laura. Wie kann ich jetzt die Kloschüssel zustopfen? Lieber nicht. Nachher kriege ich sie dann nicht mehr raus. Darum geht es. Nein, ich will gerade nichts kaputt machen. Frag mich in ein paar Minuten nochmal. Alles klar. Den Pfirsich? Aha. Tja. Und was war das jetzt? Jetzt ist ja, steckt der Pfirsich da drin, aber... Dem habe ich nichts zu sagen. Okay. Können wir hier jetzt irgendwas sagen? Hey, du, hör mal. Ich höre. Nee, aber ich bestelle mir nochmal einen neuen. Ich vielleicht kommt noch anderes etwas Obst. Ich will Obstsalat. Wir wollen alle irgendwas. Ja, und ich will Obstsalat. Willst du dir einen Feind machen? Einmal Obstsalat! Was kommt jetzt? Wieder ein Pfirsich oder was anderes? Wieder ein Pfirsich. Das ist... Ja, ist es. Ist es noch verstopft? Verstehe es nicht ganz. Die Ratte interessiert sich ja für Pfirsiche scheinbar. Lass das. Ich kenne alle deine Tricks. Ich könnte damit gegen die Rohre klopfen. Nein. Aber das macht nicht richtig Krach. Korrekt. Kann ich dich damit anlocken? Lass das. Ich kenne alle deine Tricks. Hab ich doch gerade schon probiert. Das ist mit der gepflegten Stelle. Das Klorohr sieht nicht sehr stabil aus. Kann ich sie auftauen? Da kann ich auch gleich in einen Ziegelstein beißen. Tja. Wenn ich, Klo mit der Nackenrolle verstopfe. Das vielleicht. Ist das meine Nackenrolle? Nein. Ja, ja, keine Sorge. Weil der Pfirsich hat ja wohl scheinbar nicht ausgereicht. Also, machen wir nochmal. Die Kloschüssel ist halb voll mit Wasser. Die soll aber ganz voll sein. Ja. Und jetzt? Ganz schön Druck drauf. Hoffentlich bricht die Schüssel nicht auseinander. Ah, was ist sehen denn da Sie? Draußen los? Ich hab doch nicht... Igitt, diese ekelhafte Nackenrolle das im Inventar. Ist geplatzt.
Da haben wir jetzt eine Pfütze. Was macht man mit dem geplatzten Rohr? Du, hör mal. Der stopft da die ganze Zeit durch. Ich werde wahnsinnig. Nix, okay. Alles klar. Weitermachen. Jawohl. Reden wir jetzt miteinander? Nein. Was bringt mir das jetzt, dass da eine Pfütze ist? Kann ich da irgendwas hinschmeißen? Rutschige Erbsen und eine bescheuerte Wache. Das klingt nach Spaß. Ist aber zu weit weg. Kann ich es dir geben? Lass das. Ich kenne alle deine Tricks. Kann ich die Suppe da hinschmeißen? Da komme ich nicht ran. Aber du würdest es tun. Gelbes Curry. Das war bei der Tomatensuppe dabei. Was will ich mit gelbem Curry? Tomatensuppe. Dickflüssig, rot und höchstwahrscheinlich giftig. Ratte, kriege ich dich irgendwie jetzt darunter? Es kann nichts für sein Aussehen. Oh, Entschuldigung. Ich wollte das Rohr nehmen. Die Ratte interessiert sich nicht für die Pfütze. Kann ich jetzt noch mal ein bisschen Wasser hinterher schicken? Toll. Ach, Igitt. Danke. Die Nackenrolle hat ihre Schuldigkeit getan. Wenn du meinst. Was ist da jetzt passiert? Gucken wir noch mal. Nichts weiter, es bleibt bei der Pfütze, okay. Tja, es gehen mir gerade kurz die Ideen aus. Lass das. Ich kenne alle deine Tricks. Was kann ich mit euch Kerlen da drüben anfangen? Kann ich euch irgendwas durch das Loch rübergeben? Ein Pfirsich? Was sagst du zum Essen? Auf der Nektarine wachsen ja schon Haare. Pfui! Ja, Currypulver? Was sagst du zum Essen? Abscheulich! Tomatensuppe? Was sagst du zum Essen? Abscheulich! Ich glaube, das ist Wurst. Was sagst du zum Essen? Abscheulich! Das war natürlich zu weit weg. Also die Erbsen jetzt lieber ins Klo. Nicht. Nachher kriege ich sie da nicht mehr raus. In den Kasten? Mit Essen spült man nicht. Die Suppe ins Klo? Nein, das will ich noch behalten. Das Currypulver. Nasses Currypulver. Was will ich jetzt mit nassem Currypulver? Den Pfirsich, wenn ich den jetzt reintue, das ging ja vorhin. Aha. Wo kommst du denn her? Errungenschaft freigeschaltet, Pfirsichkicker. Kann ich das für irgendwas mit der Ratte nutzen? Kann ich die damit irgendwie ausschalten? Nein, nee, kann sorry. Nichts für sein Aussehen. Nee, ist doch klar, süße Ratte. Gehst du jetzt nach unten rechts wieder? Genau. Ich wüsste zwar nicht wieso, aber... Jetzt machen wir die Nummer mit dem Pfirsich nochmal. Ich habe noch nicht ganz raus, wo mich diese Reise hier hinführt. Ach, gucke, dann ist die Ratte auch da oben. Es ist also egal, wo ich sie hinschicke. Mit der hat das nichts zu tun. Wo kommst du denn her?
Ich verstehe es noch nicht ganz. Nein, das will ich noch behalten. Ja, was will ich damit denn machen? Will ich das hier das reintun? Das muss ich nicht färben. Den Pfirsich? Das muss ich nicht färben. Nein. Das muss ich nicht färben. Also, es ist zum Färben, aber was soll ich damit färben? Die Nackenrolle? Pff, warum? Die Nackenrolle hat ihre Schuldigkeit getan. Eben. Was sagst du zum Essen? Abscheulich. Mit Essen spült man nicht. Nein, okay. Nein, das will ich noch behalten. Die Stricknadeln da reinwerfen? Das ist zwar Ramsch, aber es ist mein Ramsch. So. Also der Pfirsich hat nichts mit der Ratte zu tun, aber hier sind Pfirsichkerne. Was kann ich... Ich will mich über das Essen beschweren. Entschuldigung, ich kümmere mich sofort. Wirklich? Nein. Nein. Nein, das geht Ihnen nichts an. Ich will mich über das Essen beschweren. Okay, da kommen wir nicht weiter. Entschuldigung. Wirklich? Ja, nein. Lassen wir. Alles klar. Wie kriege ich diese Erbsen hier hin? Den Pfirsich kickt er, das ist ja schön. Aber ich muss die Erbsen auftauen. Das sind also die Erbsen an Eis. Keine Ahnung. Kann ich die irgendwie hier freimeißeln? Ah, doch, ja, geht. Gucke. Das könnte praktisch sein. Das ist natürlich eine neue Möglichkeit. Also Erbsen rein in den Pott. Und dann gucken wir mal zu, wie sich die Wache gleich hinsemmelt. Bums. Und er liegt da. Jetzt muss ich nur noch irgendwie an den Schlüssel kommen. So. Also Ratte, du gehst jetzt erstmal nach da unten. Dann kriegst du einen Pfirsich dahin gelegt. Weil für Kerne interessierst du dich ja. Gurgel, gurgel. Und jetzt bitte, bitte, bitte. Pfirsich ist da. Einmal aufs Rohr geklopft. So, jetzt sind wir der Sache nochmal ein Stück näher. Und die Ratte soll wieder irgendwie nach oben links kommen, oder? Dann war das das falsche Rohr. Komm schon, Ratte. Bring mir den Schlüssel. Wie kann ich dich jetzt noch anlocken? Stellen wir nochmal einen Pfirsich. Ich höre. Ich würde gern noch etwas bestellen. Ich will Obstsalat. Ja. Der ist alle. Das war klar. Ich mach dich gleich alle. Wie war das? Ich sagte, ich mach dich alle. Wie, ich brech dir alle Knochen. Ah, okay. Krieg keinen mehr. Das ist ja blöd. Dann kriege ich auch mit Sicherheit keine Erbsen mehr und ich brauche auch keine. Dann müssen wir das Ganze anders lösen. Ich weiß nur noch nicht, alles wie. Alles klar. Weitermachen. Jawohl. Lass das. Ich kenne alle deine Tricks. Wie werde ich dich jetzt los? Ich könnte damit gegen die Rohre klopfen. Nein. Aber das macht nicht richtig Krach. Sollst du drüber gießen? Das muss ich nicht färben.
Es kann ja jetzt nicht mehr so viel sein, was mir hier fehlt. Ich meine, noch machen diese Pfirsichkerne in dem Ganzen hier keinen Sinn. Und von daher würde ich sagen, da ich jetzt gerade keine Idee mehr habe, wie ich an diesen Schlüssel wirklich rankomme, übergebe ich euch das Zepter. Und ihr könnt mir mal wieder ein paar Tipps in die Kommentare schreiben. Eure schönen ganzen Ideen zu dem Thema. Haut's rein, ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.